Hallo liebe Sandelbegeisterte und die, die es noch werden wollen. Ich bin glücklich, der Maisacker wurde geackert. Ich hole euch zum ersten Signal dazu. Erstes machen wir gleich mal live, 17er, 18, 17, 17, 18. Herrlich, dann hat es noch geregnet, der Boden ist schön feucht. So muss es sein, es fehlen bloß noch die richtigen Funde. Patronenhülse, geht gut los. Zweites, ein 19er. Oh, hier haben sie noch gar nicht, hier sind sie bloß oberflächlich drüber, drüben haben sie geackert. Hier haben sie bloß gekrubbert, so wie es aussieht. Schon wieder ein Hubschrauber. Oh Gott. Ah, ich sehe es schon. Das brauchst du natürlich nicht. Dose. Klausthaler. So, das haben wir jetzt nie live gemacht. Es war 17er. Zinker oder was ist es? Zinkertod. Das nächste. Ja, ich hab's sogar irgendwo schon gesehen hier. Einmal ein schöner Knopf. Das ist ein schönes Ding. Arsen Bronze. Alter, habe ich jetzt meine Zahnbürste vergoren? Oh, ich könnte brechen. Muss nochmal zurück. Eine richtig schöne, ein richtig schöner, das hatte ich die Zahnbürste im Kopf, ein richtig schöner Arsen Bronze Knopf. Ein feines Teil. Wunderschön. Wie willst du hier eine Zahnbürste finden? Ist da wie die Nadel im Heuhaufen? Das ist da gar nicht. Das ist nicht. Ich hab sie tatsächlich gefunden. Tatsächlich. Oh, die Spinnennerven hier. Oh. So, ich laufe jetzt einfach mal quer über den Acker, mal zu gucken hier, ob hier irgendwelche Hotspots gibt, weil ich war auf dem hier ja noch nie. 22er. Dann werden wir mal sehen, wenn ich irgendwie eine bestimmte Dichte habe hier an Signalen. Dort kann ich ja mal eine Weile verweilen, bevor ich systematisch den Acker abgehe. Ja, und jetzt kommt wieder Blech. Das sind Sachen, die brauchst du. Nee. 1920, mal gucken, ob das jetzt wieder Schrott ist. Sonst filme ich dann erstmal, wenn ich sehe, weil ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Der Knopf war ja zwar gerade schön, aber das kann ja eine Eintagsfliege gewesen sein. Ja. Hier haben wir erstmal Tube. Eine beschissene Tube. Habe ich nie gefilmt, weil ich erstmal gucken wollte. Habe aber hier was Grünes gesehen. Ich habe gedacht, eine Münze. Ist aber gar keine Münze. Keine Münze, trotzdem irgendein plattes Stückchen Kupfer. So 100 Meter über den Acker gelaufen, da kamen kaum Signale. Mal ein bisschen Kupferdraht. Jetzt habe ich schon Vogelring von 1959. Platt ist er. Der Vogel ist bestimmt auch schon lange platt. Aber 1959, das ist schon eine Hausnummer, ne? 6 Jahre alter Geier. Da, 14er Oberfläche. Irgendwas Grünes, kann aber ohne zerdrückte Hülse sein. Patronenhülse. Ist es aber nicht. Oh, die Spinnen, das ist eklig. Das sind diese kleinen Dinger, die machen um die Birne rum, dann fallen die Netze runter her. Oh, da kennst du. Das krabbelt an der Nase. Wie der Licht. Nee, das ist keine Patronenhülse, das ist gar nicht. Das ist okay, Fingerhut. Das ist einfach nur Blech. Der Acker von dem Kirschenacker, wenn ihr euch dran erinnert. Dort kam ja ein Signal am anderen. Dann hast du den Cut, den Schnitt vom Acker, bis auf den anderen. Da kommt nichts. Nichts. Wie als wäre dort früher ein 50 Meter hoher Zahn gewesen. 23. Nichts. Gar nichts. Blunder oder gar nicht. So krass ist das mit der Bewirtschaftung früher. Der eine hatte Pulver, hatte was zu verlieren. Der andere hatte gar nichts gehabt. Und hat er nicht verloren. Wird denn das jetzt?
Ah, es ist weggeburzelt. Und was haben wir hier wieder? Das ist das, was ich meine. Die einen hatten scheinbar bloß Blech in der Hosentasche und die anderen hatten Münzen in der Hosentasche. Tschö. Ein Ring. Kupfer- oder Bronzering. Was hat denn der für eine Rolle gespielt hier? Messing. Bronze. Keine Ahnung, was der für eine Rolle gespielt hat. Auf der einen Seite flach, auf der anderen halb rund. Ist hier irgendwas drauf zu sehen? Nee. Na, ich putz den mal. Da habe ich schon wieder Steinzeug liegen sehen, so Griffe von Krügen oder sowas. Ein Zwanscher. Kann wie immer alles sein. Und ist in dem Fall eine Münze. Einmal. Ist das ein Reichspfennig? Ist das ein Reichspfennig? Nein, es ist keiner. Es ist ein Heller. Ein Heller. Ein Pfennig. 1847. Haben wir doch bald alle Währungen durch hier. Ein Pfennig, 1847. Ja, Teil von dem Hufeisen. Aber ansonsten nur Firlefanz. Ja, jetzt kommt irgend so ein Aludeckel hier. Ich denke mal, dass es ein Deckel ist. Zum Schrauben irgendwas. Bestimmt war das irgendwas zum Schrauben. Jetzt machen wir wieder ins Live hier. 19, 20, 21, 24 von der anderen Seite. Also ich brauchte bis jetzt ohne Live-Film, weil nur Scheiße kam. Wirklich. Krass. Da drüben. Bing, 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 bing. Münze, 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 Münze. Egal wo du hingehst. Und hier. Bing, bing, bing. Blech, Blech, Blech. Ja. Und jetzt? Wieder Blech. Nö. Diesmal Blei. Das ist doch nicht normal. Ja. Kirschenacker, Zwischenfrucht. Oh, ich wollte nicht drauf, weil das so hoch ist, das Zeug hier. Hier ist der andere. Ich bin drauf. 3 Meter. Erstes Signal. Münze. Das, ich sag, das ist sowas von unterschiedlich. Erkundigt euch bei euren Bauern, was dort früher mal los war. Weil wie gesagt, ich habe ja Äcker, das waren ganz viele kleine Parzellen aneinander. Jeder Bergmann hatte eine kleine Parzelle, was weiß der Geier, 5 mal 20 Meter. So, das wurde jetzt alles zusammengelegt auf einem Acker. Du rennst da drüber, du findest so viel, weil jeder was verloren hat. Das heißt, auf dem kleinen Stückeln haben eben 10 Mann den Acker bearbeitet. Der Großbauer hat alleine das gleiche Stück bearbeitet. Der hat natürlich weniger verloren, wie die 10 Hanselmänner, die quasi im Bergbau gearbeitet haben. Also, erstes Signal, 2 Pfennig. Toll. 21. Ich bin ja wirklich gespannt. Puh, schönes Quietschen das. Wenn es jetzt Schrott ist, ist es so. War es doch das, was ich gerade gesehen habe, ja? Dieses Ding? Das ist immer Zink. Wieso will denn der hier nicht? Wieder zu lange auf den Knopf gedrückt hier. Schwaches 13er, ich traue mich mal zu filmen. Weil ich habe ja hier auf dem Acker keine schlechten Erfahrungen. Genau im Gegenteil, sehr gute Erfahrungen gemacht. Mal sehen, ob es der Vorführeffekt jetzt ist. Auf jeden Fall sitzt tief und tief ist
für mich eigentlich immer scheiße. Aber wenn ihr mal wissen wollt, mit den Äckern, ein guter Anhaltspunkt sind auch die Florstücken. Wenn ihr euch zum Beispiel Sachsen, Geoportal Sachsen anguckt, habt ihr die Florstücken drin. Und wenn ihr eben auf einem Acker, ihr seht ja, was jetzt dort angebaut ist, das ist jetzt ein Betreiber von dem Acker. Wenn ihr seht, dass das aufgeteilt ist in 15 kleine Florstücken, ist das schon mal ein Indiz dafür, dass das früher eben 15 separate Leute betrieben haben, beziehungsweise gemacht haben. Sowas ist interessant, auf sowas müsste man achten. Haben wir es draußen? Jetzt habe ich mich hier total verquatscht, ja. Um abzulenken, dass ich jetzt ein Stück Blei gefunden habe. Ne, ist eine Plombe. Das ist sogar eine alte Plombe. Ist das eine alte Plombe? Ich habe bloß das Zeichen gesehen, jetzt sehe ich ja Schrift drauf. Ja, so alt scheint sie auch noch nicht zu sein. Ja, was ist denn hier drauf? Ein Geier. Ich putze mal, ich zeig's euch dann. 16, 17. 3 Meter weiter. Ich sag ja, das ist. Ich komme da aus dem Schwärm gar nicht mehr raus, merkt ihr bestimmt. Ich habe hier genauso Schrott gefunden. Aber auch feine Sachen. Hier zum Beispiel. Das nächste. Münze. Einmal. Kupfermünze. Sieht aus wie ein Pfennig. Und es ist ein Pfennig. Ein Pfennig 1863. Sehr schön. Jetzt bin ich seit 5 Minuten auf dem Acker hier. Und zum 18er und das ist eine kleine Pistolenkugel oder eine größere Schrotkugel. 12er, 11er. Hier haben die Wildschweine gewühlt. Draußen müssten wir es haben. Die haben richtig Krater gerissen hier. Und wir haben es auch. Hä? Boden. Ja, wieder so eine kleine Schrotkugel. Hier ist ein kleiner Hochstand in der Nähe. Ich weiß nicht, ob die früher mit solchen Dingern geschossen haben hier. Oder ob hier früher schon ein Hochstand war. Auf jeden Fall wieder so eine kleine Murmel. Oh, richtiges Brüllen des 16er hier. Das 16er. Aber richtig schönes, starkes Signal. Mal sehen, ob das hier auch ein starker Fund ist. Oder ob das ein großer Stinkefinger ist hier aus Blech. Oh, ich sehe schon Eisen. Ja. Das ist dann wohl eher der Stinkefinger. Der Boden ist so schön feucht hier. Das war, wo ich den bearbeitet habe hier. War das nicht der Fall, da war das immer furztrocken. 15, 16. Immer noch. Ne, da wo ich hier war, das war immer furztrocken. Wenn der nasse Boden, da ist er auch viel leitfähiger. Ja, wo? Ne. Sind wir veräppeln oder was? Ist da gar nicht hier. Das ja. Och ne, was war denn das da jetzt? Alter, leg mich da am Arsch hier. Ich sehe ja gar nicht. Wo denn? Ach hier. Oh, Junge, 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 Junge. Ein kleines Stückel Blei. Oh, das gibt's doch gar nicht. Da denkst du, du hast ja einen mega Knick in der Optik. Da war die Klebze vorne auf dem, ja, auf dem Mittelfinger hat es geklebt. Du weißt doch warum. Das war ein ganz schwaches 17er. Ich laufe hier Schwenkgeschwindigkeit 2. Und hab's gerade so gemerkt. Und jetzt ist es wohl weg oder was?
Also hier muss es da drin sein. Jetzt wo ich es aufgemacht habe, war es ja stärker geworden. Kann ja nie weg sein. Jo. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Letztens. Das wird ja, das sind Maulwürfe mit Goldketten. Wenn ich anfange zu buddeln, hauen die ab. Und dann bin ich dort und dann hauen die wieder ab. Die elenden Ratten. Ich hör's weg. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Klares, deutliches 13er. Ihr habt's auch gehört. Also wenn das jetzt wieder weg ist, dann hat der Onkel das wirklich mit der Birne. 12. Au. Das waren die Knie, die ja knacken. Es ist noch da. Oh, bitte kein Blech. Hab ich genug schon. Ne, hier. Einmal Knopf. Ein Knöpfchen blank. Mit Öse, gegossener Knopf. Sehr schön. Auch recht schwaches. Ich denke mal, das wird tief sein. Aber wir gucken auch. Das sind sicher nicht gerade deutlichen Signale. Und die kann ich eigentlich gar nicht leiden. Hallo! Ich kann höchstens noch mal probieren, mal noch ein bisschen rauszuheben hier. Nee, leck mich am Anus. Dafür kommen wir da weiter und deutliches. Was ist das? Oh, das ist ein gutes Signal. 28, ne? Kann natürlich auch alles sein. Und in dem Fall, ist das ein Ring oder ein Silberring? Ne, ein Vogelring. Der ist auch wieder schön. 1924, meine Fresse. Fast 100 Jahre alt. Das ist natürlich gut. 1924, da steht es noch quer drauf. Das ist ein schönes Ding. 1924, ne? Der Geier wird schon alt. Sauber. Schönes, klares. Ein schönes, klares Signal. Ach, die Spinnen. Oh, das krabbelt an der Nase. Hä? Ja, wo ist es jetzt? Was ist doch das hier? Was ist das? Ich hatte ja letztens hatte ich auch sowas, da dachte ich, das ist ein Zündtütchen, da sagt einer, das ist eine Flopper-Patrone, 6mm. Was steht hier drauf? BS, SB. Ja. 16. Jürgens, nee, ist der Spaten. Das ist der Spaten. Wir gucken erstmal nach dem 16er her. Ich wollte eigentlich gar nicht drauf, weil das ein bisschen hoch ist. Ich mag das nicht, wenn dann hier das Gelümpe drin hängen bleibt. Außer also, habe ich keine Alternative, weil der Acker hier drüben, der ist kacke. Der ist kacke. Auf gut Deutsch. Was haben wir hier? Was versteckt sich hinter der 16? Ein kleines Stückchen. Von einem großen Stückchen. Sah gerade aus wie mit Löchern drin. Ne, das ist. Was ist das? Kupferblech. Gefaltetes Kupferblech. Ist das 16er?
Mal ist es da, mal ist es nicht da. Das wird tief sitzen hier. Hä? Oh Gott, hier ist ein Stein drunter. 16, immer noch, immer noch, immer noch. Ja, da haben wir es. Einmal. Aber ein ganz toter Zinker. Ist das ein Zinker? Ist der aus wie Aluminium? So klein, kann es ein Pfennig sein, DDR. Aber dann ist es ein schlechter Gang. Die sehen sonst nicht so aus. Und ich war hier zigmal drauf. Und hier kommen auf 20 Meter mehr Signale wie auf dem ganzen Acker hier drüben. Nur so viel dazu. Und ein, zwei ordentliche Sachen waren ja jetzt schon dabei. Hä? Was ist denn das? Irgendwas. Verkrümmt es oder was? Ich kann mir darunter jetzt gerade gar nicht vorstellen. Schraubgewinde hier und hier. Norddüse oder was? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. 15er. Jetzt kommt hier ein bisschen Wind auf. Ich hoffe, das stört auch nicht weiter. Geblieben. Oh, dann schimmel ich mir hin hier. Auf die Kusche. Ah, hier unten ist irgendwie steinig. Steinig, steinig. Hä? Oh nee, ich sehe es schon hier. Oh. Aluminium. Nein. Das ist auch ein schönes. Fette, fette Würmer sind hier drin. 18, wird wohl eine Musketenkugel sein? Hä? Hä? Nee. Keine Musketenkugel. Ein Ding, ein Eisending. Müll. Flip. Stöpsel wieder drauf. Und weiter geht's. Oh, wieder was. Ich dachte erst eine Münze. Nee. Ein Feldschlüsselloch. Einmal. Feldschlüsselloch. Da ist es. Ein 12er. Wird's letzte sein. Bisschen was kam ja dann doch noch. Nach der anfänglichen Pleite. Aber das ist eben Sondeln. Mal gewinnst du und mal verlierst du. Und heute war das so anfänglicher Verlierer und dann kam ja noch was. Was ist hier? Letztes Signal, mit was verabschieden wir uns? Wieder mit. Hier. Mit Draht. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns zur nächsten Runde. Zack.